Ja, hi zusammen. Heute haben wir auf dem Programm Programmieren mit NAO. Sensorik ist dabei. Erstmal, wer oder was ist NAO? Wir haben dir ein NAO mitgebracht. Mhm. Das ist die Cookie. Die Cookie ist ein französischer Roboter, die kommt aus Frankreich. Und die ist tatsächlich schon ein etwas komplexeres Robotiksystem. Also ist tatsächlich kein Spielzeug, ist auch zu teuer für ein Spielzeug. Die Cookie hat 25 Freiheitsgrade. Das bedeutet, die hat hier 25 Motoren, Servomotoren drin, über die sie sich bewegen kann. Also 6 alleine hier mit den Händen. Boah. Genau. Die Cookie hat auch ganz viele Sensoren, wie beispielsweise hier oben hat sie Drucksensoren, sie hat Sonarsensoren innen drin verbaut, Infrarot. Wir steuern sie jetzt gleich beispielsweise über Wi-Fi, sie kann sich mit dem Netzwerk verbinden oder ein eigenes aufmachen, sie kann auch über Ethernet verbunden werden. Also das ist so die ersten Schritte in die Richtung Assistenzrobotik. Wenn jetzt eine Frage kommt, wieder, warum jetzt wieder Robotik und warum gerade Sensorik? Viele sagen jetzt vielleicht, ja, die Produktionsstätten, da lass doch mal die Roboter jetzt was machen. Was gibt es jetzt vielleicht so für praktische Anwendungsbeispiele, so, wo man sagen könnte, da würde ich vielleicht auch später mal drin arbeiten in dieser Welt. Wo wird es noch vorkommen, so im alltäglichen Leben? Also wo wir die Robotik ja jetzt schon sehen, ist ja ganz klassisch Industrierobotik. Mhm. Also wenn wir da an die klassischen Industriestraßen denken. Die Zukunft, die uns noch offen steht, ist eben alles andere. Die Assistenzrobotik zum Beispiel. Da fängt es jetzt an mit den Staubsaugerrobotern, die durch die Wohnung gehen und für mich sauber machen. Das wird aber in Zukunft noch weitergehen. Roboter, die mir das Essen machen, Roboter, die in der Altenpflege helfen, in Krankenhäusern helfen, beim Müll vielleicht auch, solche Sachen. Also da werden wir nicht mehr drum herum kommen. Ein Riesenfeld. Okay, ja, dann... Genau. Gehen wir doch mal rein, vielleicht ganz kurz, wie komme ich zurecht, worauf muss ich achten, wo findet man alles vor? Genau, also verbunden wird der NAO wirklich ganz einfach. Da gibt es ein Programm, über das ich den NAO verbinden kann. Der NAO hat seine eigene IP, die teilt er uns auch mit. Indem ich einmal vorne auf den Brustknopf drücke, gebe ich ein und verbinde ihn. So, wie komme ich an das Programm überhaupt, damit ich ihn verbinden kann. Zusätzlich zum Lab gibt es noch ein Wiki, über das ich natürlich alles Mögliche herunterladen kann an zusätzlichen Programmen, aber auch ganz viel Informationen bekomme. Dann steht hier allgemeine Hilfe. Wenn ich da draufklicke, öffnet sich das in einem neuen Tab. Da bekomme ich alle Infos zum Lab, aber auch die Programme, die ich zusätzlich installieren kann. Okay. So, wir haben unser NAO bereits verbunden. Sieht man hier oben, der ist verbunden. Das kleine Symbol leuchtet auch, der NAO-Kopf. Ja, und dann können wir jetzt auch direkt anfangen zu programmieren. Ich würde jetzt sagen, ich würde mal die Hand geben wollen. Die Hand geben ist tatsächlich genauso einfach, wie es klingt. Du musst dir einfach nur vorstellen, was würdest du als Mensch tun, das muss der NAO genauso machen. Also das Erste, was wir jetzt tatsächlich machen, ist, wir wollen, dass der NAO sich mal hinstellt. Ich bin jetzt wieder in der einfachen Ansicht. Aktionen, lasse NAO up. Stehen zum Beispiel. Das können wir einfach mal ausprobieren, ob das so klappt. Nochmal, das wäre jetzt vielleicht auch als Hintergrund. Wir haben ja auch schon mal mit einem Lego-Roboter was gemacht. Das ist jetzt wiederum ein anderer Roboter. Wir haben aber die gleiche Umgebung gerade. Das ist der Vorteil auch hier gerade. Das hat mir letztens noch mal einer gesagt, das gibt es ja gar nicht. Du hast diese Umgebung hier, Nepo, die extra so programmiert ist, dass du immer schön die gleichen Abläufe hast und kannst eigentlich wen auch immer auf Dauer an Robotern mit reinholen. Richtig. Also super. Das ist wirklich vom ganz einfachen kleinen Calliope, vom Einplatinencomputer bis hin zum großen NAO, ist ein und dasselbe. Ja. Und es zeigt dann auch diese komplizierten Sachverhalte, die wirklich so kompliziert aussehen beim NAO. Ganz einfach. Und zeigt dann einfach, es ist easy. Super. Okay, stehen lassen. Das wäre jetzt einmal wieder... Abstehen. Und dann hoffen wir, dass er sich hinstellt. Vielleicht einmal der Hinweis, falls man mit dem NAO arbeitet, nicht auf den Tisch stellen. So, steht. Gut. Das ist schon mal das Erste. Und jetzt, wenn er aufgestanden ist, jetzt gib mir doch bitte mal die Hand. Genau. Jetzt würde ich ihm ein bisschen Zeit geben, einmal erst warten lassen. Warten. Kurzen Moment, dass er auch wirklich steht und nicht schon vorher reagiert. Und im nächsten Moment soll er ja dann den Arm hochnehmen. Den rechten in der Regel, weil man höflicherweise den rechten Arm gibt. Also ich wechsle jetzt in den Expertenmodus. Und hier unter Aktion finde ich eben die Möglichkeit, oh, das war daneben, dass ich zum Beispiel den Hand oder einen Arm, in dem Fall wäre das ein Arm, jeder Gelenkwinkel in diesem NAO hat einen Namen. Und wir wollen jetzt in dem Fall unser Schultergelenk bewegen. Okay. Das ist hier das Schultergelenk, das ist ja beim Menschen auch. Und zwar wollen wir Schulter rechts und zwar in die Nullposition finden, weil das die Nullposition ist. Beim ersten Mal muss man einmal ein bisschen rumspielen, mal ausprobieren, was macht er bei 100, was macht er bei -100. Hätte ich jetzt auch gesagt, im Zweifelsfalle probiere ich dann immer aus. Also wenn er das nicht machen kann, dann sagt er das auch. Dann macht das auch einfach nicht. Okay. Also einfach mal ausprobieren. So, jetzt nimmt er den Arm wieder hoch. Oder sollte er tun.
So, warte. Jetzt lasse ich ihn wieder ein Momentchen warten, dass das auch wirklich klappt. So, er hat den Arm jetzt hochbewegt. Jetzt muss er die Hand noch öffnen. Wir wollen ja, dass er dir die Hand reicht. Wege. Hand rechts öffnen. Könnte ich natürlich auch links wählen, aber wir haben ja den rechten Arm ausgewählt. So, und jetzt muss er natürlich darauf warten, dass du ihm die Hand reichst. Er kann ja nicht sagen, ich nehme den nach 3 Sekunden wieder runter und du hast ihm die Hand noch gar nicht gereicht. Okay. Also warten wir jetzt darauf, dass der Naum merkt, du hast ihm die Hand gereicht. Das wäre jetzt die Sensorik. Genau, jetzt kommt die Sensorik ins Spiel. So, wir warten dann also nicht auf Zeit. Wir warten dann also, bis gedrückt Berührungssensor, allerdings nicht im Kopf, sondern in der Hand, rechts. Ist genau das, was da steht, das passiert. Und wenn gleich wahr, ist gedrückt. Wenn nicht wahr, ist nicht gedrückt. Gut. Also wenn, kann ich einmal zeigen, falsch. So, er wartet dann also, bis deine Hand gedrückt wurde. Dann, wenn du die Hand gedrückt hast, muss er die schließen. Hand rechts. Schließen, dann lassen wir wieder ein kleines Momentchen warten. Sollte man immer nach einer kurzen Bewegung tun. Warten. Geben wir ihm eine Sekunde. Das ist in Millisekunden angegeben. Das wäre jetzt noch eine Frage gewesen. Ne? Genau. Wie ist also die Einheit? Fragen dann immer. Geht da auch nochmal, aber zur Sicherheit nochmal. Millisekunden, eine Sekunde, 1000 Millisekunden. Da habe ich jetzt 1000 eingegeben, ist eine Sekunde. Ja, und als nächstes sollte er dann mit dir reden, zum Beispiel. Könnte Hallo sagen, Hallo Daniel. Hallo wäre jetzt das Einfachste. Genau. Das müssen wir einmal suchen. Klang. Sage. Sage Hallo Daniel, lass mir noch mal ein Momentchen warten. Dann soll er natürlich deine Hand wieder loslassen. Also er sagt Hallo, wartet kurz, lässt deine Hand wieder los. Und dann muss er den Arm natürlich wieder runternehmen. Machen wir das erst so. Lass mich ihn ganz normal wieder stehen. Und ganz wichtig beim Now ist einfach, dass man sich merkt, dass er am Ende wieder ruhen sollte. Wir lassen ihn am Anfang aufstehen aus der Ruheposition und lassen ihn dann wieder zurück in die Ruheposition, weil das einfach auf die Dauer für die Gelenke angenehmer ist. Was ist, wenn ich das jetzt nicht zum Schluss eingebaut hätte? Wäre in Ordnung, weil er da normal steht, aber wenn ich den irgendwie in so einer Position stehen lasse, ist das anstrengend. Wenn ich als Mensch so 5 Minuten stehe, ist nicht schön. Und der Now sagt dann halt nach einer Weile, das tut meinem Gelenk weh, das wird warm. Okay. Das möchte ich nicht. Und dann irgendwann geht das Gelenk nicht mehr nach einer Weile. So, das wäre jetzt unser Programm, was wir mal ausprobieren könnten. Super. Einfach mal ausführen. Einmal ausführen. Genau. Und dann drehen wir den Now einmal zu dir. Bringt ja nichts. So, dann muss ich ihm die Hand geben. So, jetzt kommt die Sensorik, dass ich ihn auch hier anfasse. Ja, genau. Er schließt gibt mir die Hand. Jetzt die Hand. Dann lässt er deine Hand wieder los. Und der Arm ist wieder unten. Er geht in die Ruhe. Vielen Dank, Now. Und war das schwer? Also wieder total easy. Ja, genau das gleiche Programm, gleiche Bausteine, funktioniert exakt genauso. Und auch eben wieder hier die Beziehung, man hat einfach programmiert, man hat den Roboter gefüllt mit Leben, man hat es verbunden mit Sensorik und wir hatten tatsächlich auch ein bisschen Biologie mit dabei. Nämlich ist nicht ganz so gut, wenn ich mit ausgestreckten Armen tagelang stehen würde. Also wieder super Kombination, wie ich spielerisch mit solchen Geschichten rangehen kann und es auch eben verbinden kann mit anderen Themengebieten. Genau, super. Ganz wichtig hier, Mensch-Maschinen-Interaktion, er spricht dich persönlich an, solche Sachen. Ja, das wäre dann praktisch, wenn man jetzt mal auf die Altenpflege kommt, was kann man an Persönlichkeit vielleicht mitbringen, wobei es auch immer noch darauf ankommt, der Mensch sollte sich darauf konzentrieren, in Interaktion zu sein. Und was können dann Roboter eben machen? Ich sag mal, vielleicht die schweren Aufgaben übernehmen. Also er könnte tatsächlich auch dein Gesicht erkennen zum Beispiel und dann auf dein Gesicht reagieren. Also ist alles möglich. Also ist theoretisch der Fantasie keine Grenzen gesetzt, solange man das Modell beibehält. Klasse. Also mal ein Einstieg in die Thematik Programmieren, Robotik mit Now und Sensorik reingepackt. Und mal schauen, was wir da auf Dauer vielleicht noch machen können. Bis zum nächsten Mal.